Kamera läuft. Michi? Michi, wir können loslegen. Seht ihr? Ich habe euch gesagt, wir können hier auch einen Kleiderständer hinstellen. Und der macht den gleichen Job. Dachten, der konzentriert sich nur. Ja. Meine Damen und Herren, Sie haben Glück. Heute kein Michael Obermeier, dafür aber GameStar News. Und zwar heute mit folgenden Themen. Sony darf in Zukunft bestimmte Dinge nicht mehr über seine PlayStation Vita behaupten. Außerdem eine Kickstarter-Kampagne, die euch tatsächlich in echt Blut abzapfen will, wenn ihr im Spiel Schaden erleidet. Und eine Vokabel haben wir gelernt, die man in Zukunft als professioneller StarCraft 2-Spieler vermeiden sollte. Das sind die GameStar News. Sony Computer Entertainment hat in den USA einen lange schwelenden Rechtsstreit um irreführende Werbung über die PlayStation Vita beigelegt. Die Federal Trade Commission, eine Verbraucherschutzorganisation in den USA, hatte Sony vorgeworfen, dass deren Werbeanzeigen so tun, als könne man zum Beispiel über Mobilfunknetze ganz toll mit der Vita spielen oder als ob das Remote Play Feature mit der PS3 bei so ziemlich allen Titeln unterstützt wird, was allerdings nicht der Fall war. Jetzt hat sich Sony verpflichtet, allen Kunden, die vor Juni 2012 eine PlayStation Vita gekauft haben, entweder $25 in Cash oder einen Geschenkgutschein über $50 rauszurücken. Das Ganze gilt allerdings nur in den USA. Ob Sony auch in Deutschland wegen dieses eigentlich nur für die USA gültigen Urteils Kulanz walten lassen wird, warten wir es mal ab. Now, with CrossSave, you can thieve in time, anytime. Eine der vielleicht abgefahrensten Kickstarter-Kampagnen ever wurde von Kickstarter zurzeit gestoppt. Das Ding nennt sich Bloodsport und die Macher beschreiben es so. We're raising the stakes of gaming by making it so that when you lose blood in the game, lose it in real life as well. Was haben diese charmanten Irren vorgehabt? Sie wollten tatsächlich einen Controller so mit einer Blutabzapfmaschine, nennen wir es mal so, Fachbegriff, verbinden, dass jedes Mal, wenn ihr im Spiel Schaden erleidet, euch in echt Blut abgezapft wird. Das klingt natürlich total wahnsinnig, hatte aber eigentlich den Hintergrund, dass man das Ganze auf Tour schicken wollte und dann quasi zum Blutspenden in aller Welt oder zumindest in den USA aufrufen wollte. Und dabei kann man dann auch noch Spaß haben, indem man eben zum Beispiel einen Shooter spielt und dann jedes Mal ein bisschen Blut abgezapft kriegt, wenn man sich eben blöd anstellt. Warum Kickstarter dieses fantastische Projekt vorerst abgesägt hat, man weiß es nicht. 250.000 kanadische Dollar wollten die Herren eigentlich einsammeln. Sie waren erst so bei 3-4. Ob das also je was geworden wäre, man weiß es nicht. Die Macher des ganzen Bloodsport-Projektes jedoch sagen, sie sind im Gespräch mit Kickstarter. Sie wollen das wieder auf die Straße bringen. Bisher äußert sie sich aber weder gegenüber den Machern noch gegenüber der Presse bei Kickstarter. Frustrierend. Dass man ab und zu ein bisschen aufpassen muss, was man so sagt oder vor allem twittert, musste StarCraft-Profi CSCKs aka Mikhailo Gaida erfahren. Der trat auf den Fragbite Masters an, ausgerechnet gegen einen der wenigen weiblichen Spieler und hatte nichts Besseres zu tun, als auf Twitter zu schreiben, going to rape a girl soon. Nun wissen wir vielleicht, dass Rape im Gamerslang eigentlich einen dominanten Sieg bedeutet, in der realen englischen Sprache allerdings das Wort für Vergewaltigung ist. Es ist natürlich normalerweise schon heikel und genau solche Begriffe bringen Spiele-Subkulturen wie zum Beispiel Pro-Gaming immer wieder in Verruf und befeuern Kommentare, die sagen, das ist ganz eine frauenfeindliche, geradezu frauenverachtende Gemeinschaft, die da unterwegs ist. Und jetzt natürlich in diesem Kontext war die ganze Geschichte besonders dämlich. Fragbite Masters hat den Mann disqualifiziert, er hat sich auf Twitter öffentlich entschuldigt und hat auch mit seiner Gegnerin Madeline Leander danach nochmal gesprochen. Die hat nachträglich auf Twitter auch nochmal verkündet, hey, er hat sich echt ordentlich entschuldigt, er hat es eingesehen, das passiert wahrscheinlich nicht wieder, aber das Ganze macht gerade natürlich als Newsmeldung die Runde und dementsprechend ist es nicht gerade ein Beitrag dazu, diese ganze Debatte über Frauenfeindlichkeit in der Spielerkultur in irgendeiner Form zu entschärfen. Was lernen wir daraus? Erstens, vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, was wo Worte tatsächlich bedeuten, auch außerhalb des Spielekontexts. Und zweitens, wenn man Witze über Personen oder Randgruppen oder sonst was macht, sind die automatisch plötzlich viel weniger lustig, wenn ein Betroffener im Raum ist.
Genau deswegen machen wir zum Beispiel nie Witze über Körperpflege, wenn Michi da ist. Kann man so machen, oder? Oder meinst du auch noch mehr? Nee, das ist perfekt. Ja, das war's für heute mit den GameStar News und Michi schon wieder da. Oh, jetzt bin ich selbst drauf reingefallen. Naja, also das war's für heute mit den GameStar News. Morgen vielleicht wieder mit ihm, Michael Obermeier, oder auch vielleicht nochmal mit mir. Wir werden sehen. Bis dahin, auf Wiedersehen, meine geliebten Gurken. Spielt weiter.